Einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Wenn Sie den Titel hier lesen, stellen Sie sich hoffentlich die Frage, was überhaupt bildungsrelevante Risiken sind. Jeder von Ihnen hat da hoffentlich schon eine gewisse Vorstellung. Der eine mag an ein Kind mit geringen sprachlichen Fähigkeiten denken. Jemand anderes, vielleicht etwas globaler betrachtet, an ein Kind aus einem bildungsfernen Haushalt. Bildungsrelevant, das wissen wir heute, sind sehr, sehr viele Faktoren und je nach Disziplin schaut man da mit einem anderen Schwerpunkt oder mit einer anderen Fokussierung auch darauf. Für mich stellt sich vor allem die Frage, wie die pädagogisch-psychologische Perspektive darauf ist. Also wie schaut man aus der pädagogischen, psychologischen Perspektive darauf, um herauszufinden, was bildungsrelevante Risiken sind? Und ein möglicher Zugangsweg ist der, dass wir Faktoren identifizieren, die Bildungserfolg vorhersagen. Da steht man wiederum vor der anderen Herausforderung, wenn man sich fragen kann, was ist überhaupt Bildungserfolg? Man könnte hier zum Beispiel den Schulabschluss als Kriterium festlegen, das wäre aber jetzt im Sinne der frühen Bildung vielleicht etwas zu weit gedacht. Man kann doch erstmal kleinere Brötchen backen und sich die Grundschule anschauen, obwohl das die Grundschule auch nicht unbedingt das kleinste Brötchen ist, aber man aus pädagogisch-psychologischer Perspektive schaut man ganz gerne darauf, zum Beispiel auf den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Und als Kinder mit bildungsrelevanten Risiken werden dabei diejenigen angesehen, bei denen der Erwerb der Kulturtechniken Lesen und Schreiben und Rechnen als gefährdet angesehen werden kann. Das ist ein möglicher Zugangsweg. Ja, in meinem Beitrag werde ich aber eher indirekt darauf eingehen, was bildungsrelevante Risiken sind. Vielmehr möchte ich versuchen, die Frage zu beantworten, wie bildungsrelevante Risiken wirksam gefördert werden können. Und bei unserem Versuch, diese Frage zu beantworten, wollen wir auch deutlich machen, aus welchen Forschungsstrategien, aus welchen Forschungsansätzen diese Erkenntnisse, die wir haben, beruhen. Und grob kann man die in drei Ansätze eingliedern. Der erste Ansatz, die Rekonstruktion der Wirksamkeit pädagogischer Arbeit, der dient der Einschätzung der Wirksamkeit der regulären pädagogischen Angebote in Kindertagesstätten. Der zweite Ansatz zielt, das ist die Feldstudien über Modellprojekte, der zielt auf die Bewertung von Förderansätzen, die in der Regel ergänzend zum üblichen Kita-Angebot realisiert werden, meist mit dem Ziel der kompensatorischen Förderung. Und der dritte Ansatz, das ist dann, ich sag mal, der Kern auch der pädagogischen psychologischen Forschung, dient der Bewertung einzelner klar definierter Entwicklungsmale. Also hier werden experimentelle Studien herangezogen, um eben einzelne Förderbereiche bewerten zu können. Und jeder dieser Ansatz hat so seine Vor- und Nachteile und Einschränkungen in der Aussage. Und wenn man aber Aussagen darüber machen möchte, wie Kinder mit bildungsrelevanten Risiken wirksam gefördert werden können, ist es von Vorteil, wenn man alle diese Ansätze heranzieht und versucht zu bewerten. Also können wir uns die Frage stellen, das werde ich auch etwas verkürzt machen, weil einiges davon heute auch schon gesagt worden ist in vielen Sachen, was der erste Ansatz, also die Rekonstruktion der pädagogischen Arbeit, was kann uns der sagen? Ganz generell, das haben wir auch ein paar gesagt, sagt der uns, dass sich der Kindergartenbesuch positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt und das auf sehr, sehr viele Bereiche, eben auf kognitive Bereiche, die schon gesagt wurden, aber auch auf sozial-emotionale Bereiche und das weit in die Schulzeit hinein. Da ja in Deutschland, wie wir heute auch schon gehört haben, über 94% der Kinder ab einem Alter von 3 Jahren regelmäßig eine Kindertagesstätte besuchen, liegt der Fokus verständlicherweise nicht so sehr auf der Quantität, sondern eher auf der Qualität des Kindergartens, der Kindertagesstätte. Und hier stellt sich die Frage, ob es eher strukturelle Merkmale sind, wie die Größe, das Betreuungsverhältnis oder eher Prozessmerkmale, wie die Interaktion der Erzieherin mit den Kindern, wie die Anregungen, die die Kinder tatsächlich erfahren durch die pädagogischen Fachkräfte. Und diese Frage zu beantworten, welcher Faktor jetzt bedeutsamer ist, sind es die strukturellen Charakteristika oder die Prozessmerkmale, fällt nicht so leicht, weil diese natürlich in Verbindung stehen. Also ist beispielsweise die Ausbildung der pädagogischen Fachkraft, die
zu den strukturellen Charakteristika gehört, hängt sehr, sehr stark damit zusammen, welche Anregungen die Kinder erfahren, also mit den Prozessmerkmalen. Wenn man es versuchen müsste, auf den Punkt zu bringen, kann man ganz klar sagen, dass die Prozessmerkmale einer Kindertagesstätte uns mehr darüber sagen können, wie förderlich die Bedingungen in einer Kita sind. Darüber, wie es mit der Prozessqualität in deutschen Kindertagesstätten bestellt ist, gibt es seit einigen Jahren doch vermehrt auch Forschung. Und die BIC-Studie hat zum Beispiel aufzeigen können, dass die Qualität als mittelmäßig bezeichnet werden kann diesbezüglich. Jetzt durch der Länderreport Frühkindliche Bildung hat das aufzeigen können, dass es hier doch in einzelnen Bereichen zu einer Verbesserung gekommen ist und abzuwarten bleibt der Effekt des Gute-Kita-Gesetzes. Als ich heute Morgen jetzt hier die ganzen Würfel gesehen habe, wie sie hier balancierten, hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass da jemand dran ist zu Werke, der sich das auch zutraut, das anzugehen. Es bleibt abzuwarten, wie das zu bewerten ist. Ja, warum ist die Prozessqualität so wichtig? Die ist deswegen so wichtig, weil sich die Frühpädagogik immer wieder mit der Forderung konfrontiert sieht, dass frühkindliche Bildung vor allem denjenigen Kindern zugutekommen soll, die eben bildungsrelevante Risiken aufweisen. Wir haben zu dieser Frage schon einige Daten gehört. Man kann sie so noch ganz kurz aufwerfen, ob das denn wirklich so ist. Profitieren gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten von einer frühkindlichen Bildung? Das ist ja auch also liegen da differenzielle Effekte im Sinne von einer Kompensation vor. Es ist ja auch denkbar, was heute auch schon aufgezeigt wurde, dass ein Matthäus-Effekt zu finden ist. Und tatsächlich sind hier die Ergebnisse sehr, sehr vielfältig. Es gibt Studien, die aufzeigen, aus England primär, dass es tatsächlich zu kompensatorischen Effekten kommen kann. Es gibt Studien, die aufzeigen, dass eine gute Qualität davon dann eher Kinder profitieren, die schon aus, aus einem Elternhaus kommen, wo sehr, sehr gute Bedingungen herrschen. Die meisten Studien zeigen jedoch auf, dass es keine differenziellen Effekte gibt. Ich spreche deswegen noch ganz kurz auf die Qualität der Kita gehe ich ein, beziehungsweise auf die Prozessqualität, weil ist auch schon kurz gesagt worden, hier eine sehr, 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 sehr große Unterschiede eben herrschen. Die Anregungsbedingungen in den Kitas unterscheiden sich kolossal von Kita zu Kita. Und die Prozessqualität ist deswegen so wichtig, weil man es als Voraussetzung für Kinder aus bildungsfernen Haushalten formulieren kann, dass eine hohe Prozessqualität vorhanden ist. Also auch wenn es gegebenenfalls Matthäus-Effekte gibt oder es gibt keine differenziellen Effekte, sind Kinder aus bildungsfernen Haushalten bzw. bei denen bildungsrelevante Risiken vorliegen, deutlich mehr auf eine gute Prozessqualität angewiesen in einer Kita. Gut, kommen wir zum zweiten Ansatz, den Feldstudien über Modellprojekte zur kompensatorischen Förderung. Doch ich möchte kurz einen Aspekt deutlich machen, der die Bedeutsamkeit dieses Forschungsansatzes hervorhebt. Hätte ich am Anfang so eine Art Bestandsaufnahme gemacht und die Frage aufgeworfen, beziehungsweise in dieser Bestandsaufnahme hätte ich konstatiert, dass es einen zunehmenden Bedarf an therapeutischen Einzelbehandlungen gibt in der frühkindlichen Bildung und das trotz der Bemühungen, um eine gute Bildung, eine frühkindliche Bildung für alle Kinder. Und trotz dieser verstärkten Bemühungen um hochwertige Bildung eben und eine frühe kompensatorische Förderung im Sinne von sekundärer Prävention ist in den meisten Kindergärten nicht vorgesehen. Aber gerade hier setzt der zweite Forschungsansatz an, nämlich Modellprojekte. Der Ansatz, dass man versucht, Kinder kompensatorisch in Kindertagesstätten durch Modellprojekte zu fördern, ist nicht unbedingt neu. Ist in den 1960er Jahren, um ganz kurz das einzuordnen, gab es schon bedeutsame Programme, das größte hiervon, und das war wohl bekannt, das ist das Head Start-Programm und ein sehr bekanntes Produkt daraus werden Sie wahrscheinlich alle kennen, ist die Sesamstraße. Und aufgrund dieser positiven Effekte aus der USA
ist auch die Forderung in Deutschland in den 1970er Jahren laut geworden, ähnliche Projekte ins Leben zu rufen hier. Das ist so ein bisschen im Sande verlaufen und erst durch die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudie, die sich ja zwar nicht mit der frühkindlichen Bildung befasst haben, die aber sehr, sehr große Auswirkungen auf die frühkindliche Bildung hatten, wurden verstärkt Modellprojekte ins Leben gerufen. Und eines dieser Modellprojekte, auf das ich ganz kurz eingehen möchte, ist das Projekt Schulreifes Kind. Kurzer Hinweis, von Schulreife wird man, spricht man als pädagogischer Psychologe nicht mehr. Das Leben wurde von einem Politiker so benannt, der jetzt seinen Werdegang in Brüssel fortgesetzt hat. Aber das nur als kurzer Hinweis. In der Psychologie spricht man nicht mehr von Schulreife, sondern schon von Schulbereitschaft. Also man geht eben davon aus, dass Kinder bereit sind für die Schule und dafür ist nicht nur das Kind verantwortlich, sondern eben auch die Kita und auch die Schule sollte bereit sein für das Kind. Aber das nur als kurzen Hinweis. Genau, das Projekt Schulreifes Kind, bei dem ich das Glück hatte, es mehrere Jahre mit wissenschaftlich begleiten zu dürfen. Es ist ein sehr, sehr groß angelegtes Forschungsprojekt in Baden-Württemberg, zu denen über 250 Standorte haben daran teilgenommen. Und zu einem Standort gehört immer eine Kindertagesstätte und mehrere Kitas. Und man kann das Modellprojekt zentral durch drei Elemente beschreiben, nämlich: Das erste Element ist das, dass die Einschulungsuntersuchung vorgezogen wird. Im Schnitt findet die eineinhalb Jahre, bevor die Einschulung stattfindet, und etwa mit 4,5 Jahren oder mit 5 Jahren findet dann eine Art Einschulungsuntersuchung statt, bei der es darum geht, herauszufinden, ob das Kind Entwicklungsrückstände hat oder besonderen Unterstützungsbedarf. Der zweite Punkt ist der, dass bei festgestellten Auffälligkeiten sogenannte runde Tische ins Leben gerufen werden. Und bei diesen runden Tischen ist es so, dass alle an der Bildung des Kindes beteiligten Personen an einen Tisch kommen. Das sind die pädagogischen Fachkräfte in Kitas, das sind die Eltern, das sind gegebenenfalls Therapeuten auch noch und wenn möglich auch schon die Grundschullehrkraft. Und diese besprechen dann einen möglichen Förderbedarf. Und hat dieser runde Tisch festgestellt, ob ein Förderbedarf vorhanden ist, so werden drittens eben mögliche Förderung besprochen und dann durchgeführt von eigens dafür fortgebildeten Fachkräften, je nach Modell in den Kindertagesstätten oder teilweise auch in den Schulen. Ja, wir konnten gut 900 Kinder über mehrere Jahre wissenschaftlich begleiten und konnten dort relativ erfreuliche Effekte feststellen, nämlich dass die Zusatzförderung etlichen sprachlichen und frühen mathematischen Kompetenzen zu einer Entwicklungsbeschleunigung im Sinne einer Kompensation führt. Die Rückstellungsquote, insbesondere die von sogenannten Risikokindern, durch die Zusatzförderung deutlich gesenkt wurde. Die Wahrscheinlichkeit für schulischen Misserfolg im Verlauf der Grundschule sich reduziert hat. Und Risikokinder, das ist auch erfreulich zu sehen, auch im sozial-emotionalen Bereich sich als kompetent einschätzen und vergleichbar viele oder wenige Verhaltensprobleme aufweisen wie Kinder, eben die nicht gefördert werden. Das ist immer eine Angst, die oft im Raum steht, dass Kinder, die eine extra Förderung erhalten, eben dadurch das Gefühl haben, sie brauchen besondere Unterstützung, sie gehören zu der Gruppe der schwächeren Kinder. Unsere Analysen zeigen auch, dass dies nicht der Fall ist. Jetzt ist mir das Signal gegeben worden, dass ich mich beeile. Ich komme aber auch tatsächlich schon zu den Schlussfolgerungen, zu dem zweiten Ansatz und dann ganz flott der dritte Ansatz. Die Schlussfolgerungen, die ich dazu ziehen kann, zu dem Modellprojekt, sind eher, dass ich Gelingensbedingungen hier festgehalten habe, die meines Erachtens dafür mit verantwortlich sind, warum die Effekte sehr positiv sind. Das ist zum einen, dass hier eine frühe Diagnostik bildungsrelevanter Entwicklungsstände fand, dass wir den runden Tisch eine Reflexion über individuelle Fördermöglichkeiten stattfand, dass Kindergärten, das beteiligte Standorte eine Freiheit in der Wahl des Fördermodells hatten. Dass es also nicht von oben aufoktroyiert wurde, den pädagogischen Fachkräften, den Standorten, wie Kinder gefördert werden sollen, sodass eine große Wahlfreiheit dort bestand. Coaching, was man teilweise hat in Modellprojekten, oftmals erzielen ja Modellprojekte sehr, sehr große Effekte, wenn man sie dann implementiert, ist es leider nicht mehr der Fall. Das ist dann oft auf das Coaching auch zurückzuführen. Und hier in dem Fall kann man sich die Frage stellen, ob es wünschenswert wäre, solche Prozesse auch, wenn man es in die Breite geht, auch weiterhin zu coachen. Und die Anwendung evidenzbasierter Maßen. Und das ist der Übergang zu dem dritten Ansatz, nämlich den Erkenntnissen aus experimentellen Studien. Ich habe ja
ganz am Anfang die Frage aufgeworfen, wie die pädagogisch-psychologische Forschung vorgeht, um herauszufinden, was bildungsrelevante Risiken sind. Und mit der sogenannten phonologischen Bewusstheit hat man so eine individuelle Voraussetzung herausgefunden, die Fähigkeit zu reimen, Silben zu klatschen, Anlaute in Wörtern herauszufinden, ist eine Fähigkeit, die hochpräditiv ist für den späteren Schriftspracherwerb. Und deswegen ist es gut nachvollziehbar auch, dass sich die Forschung auch darum bemüht, Förderprogramme zu entwickeln, die genau das fördern. Und tatsächlich existieren in Deutschland sehr, sehr viele, oder es ist sehr verbreitet, eine Förderung der phonologischen Bewusstheit durchzuführen. Allerdings, wenn man sich die Effekte dieser Trainings anschaut, muss man leider konstatieren, dass die Effekte doch eher kurz- bis mittelfristig sind, es sich kaum langfristige Effekte auf das Lesen sich zeigen und auf die Rechtschreibleistung hier auch nur sehr geringe Effekte hat. Man muss hier allerdings auch konstatieren, dass bei dieser Meta-Analyse, von der es publiziert hat, hier Kinder eben mit bildungsrelevanten Risiken, die ja gerade im Fokus jetzt meines Beitrages stehen, nicht mit aufgenommen worden sind. Und wenn man diese Studien betrachtet, so sieht es wiederum etwas zuversichtlicher, stimmt eines zumindest, dass hier die meisten Kinder mit bildungsrelevanten Risiken dort deutlich aufnehmen konnten. Gehe ich ganz kurz darauf ein, auf einen weiteren Ansatz, der experimentell in sehr, sehr vielen Studien überprüft werden konnte, der sehr, sehr erfreuliche Effekte zeigen könnte. Das ist ein Denktraining, was auch in einigen Kindergärten Anwendung findet. Und das ist tatsächlich, hat aufgezeigt, dass es sehr bereichsspezifisch wirksam ist, aber was sich auch gerade zum Beispiel das Training zur phonologischen Bewusstheit immer wieder zum Ziel Transfereffekte zu erzielen, was da leider nicht der Fall ist, jedoch bei der Förderung des Denkens man tatsächlich sehr große Transfereffekte feststellen kann. Und der dritte Ansatz ist Förderung, also den ich ganz kurz skizzieren möchte, Förderung mathematischer Kompetenzen. Auch hier finden sich seit etwa 10 Jahren, es ist zwar deutlich weniger erforscht wie Förderansätze zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, aber auch hier finden sich Ansätze seit einigen Jahren, die einen hoffnungsvoll stimmen, beziehungsweise die Ergebnisse. Ja, die Schlussfolgerung dazu, zu diesem Ansatz, bevor ich gleich generell eine Schlussfolgerung ziehen möchte, ist, dass sich gezeigt hat, dass eng umgrenzte Inhaltsbereiche sich meist besser fördern lassen. Ein frühzeitiger Beginn und möglichst lange zeitliche Erstreckung von Vorteil sind. Und was ganz wichtig ist zu betonen, der Einsatz von Trainings das Engagement der pädagogischen Fachkräfte nicht verringern sollte. Also ein Kollege aus Baden-Württemberg hat mir erzählt, dass sie in ein Projekt eben sehr erstaunt waren darüber, dass das dort durchgeführte Förderprogramm zur Förderung sprachlicher Fähigkeiten keinerlei Effekte gezeigt hat. Videoanalysen haben dann später gezeigt, dass eben die pädagogischen Fachkräfte dieses Programm durchgeführt haben, dass diese Durchführung aber dazu geführt hat, dass sie dann danach die Interaktion mit den Kindern etwas zurückgefahren haben, mit eben den Gedanken, okay, wir haben jetzt das Förderprogramm durchgeführt, deswegen müssen wir uns ja weniger auf die generelle Interaktion, die natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Kinder, konzentrieren. Also das sollte nicht der Fall sein. Und Trainings insgesamt würde ich sagen, sollte als Puzzlestein nur angesehen werden. Letzte Folie, wenn man den Titel dieses Beitrags in eine Frage umformuliert hätte, nämlich wie Kinder mit bildungsrelevanten Risiken wirksam gefördert werden können, so muss man hier zunächst festhalten, dass es nicht den Ansatz, nicht das eine Förderprogramm gibt, mit dem sich alle bildungsrelevanten Risiken fördern lassen. Dazu sind die Ursachen einfach zu vielfältig und auch die Bereiche, in denen sich bildungsrelevante Risiken zeigen können, einfach zu vielschichtig. Man kann jedoch Gelingensbedingungen formulieren, mit denen es besser gelingt, bildungsrelevante Risiken zu fördern. Die eine, die auch immer wieder heute gesagt wurde, ist die Fokussierung auf die Qualifikation des Personals. Damit verbunden ist natürlich auch eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie Bezahlung etc., was heute auch schon genannt wurde. Dann eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule unter Einbindung der Eltern, wie ich es versucht habe zu skizzieren, beziehungsweise das sind die Hauptschlussfolgerungen aus dem Projekt Schulreifes Kind mit den runden Tischen. Das ist wirklich ein Format, was ich als sehr gewinnbringend ansehe. Dann die Frage, welche Förderung bei welchen Auffälligkeiten. Mit diesem Stichwort möchte ich eher darauf abzielen, deutlich zu machen, dass es wichtig ist,
eine Art Diagnostik durchzuführen in Kindergärten. Denn erst wenn wir wissen, wie der Entwicklungsstand von Kindern ist, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben, sind wir in der Lage, sie entsprechend zu unterstützen. Und als letzter Punkt die Bereitstellung von wirksamen und in den Kita-Alltag integrierbaren Förderkonzepten. Das ist eher als Appell an die Forschung zu verstehen, wirklich Programme zur Verfügung zu stellen, die gut in den Alltag an der Kita ranpassen. Also pädagogische Fachkräfte kommen immer wieder an Forscher heran und sagen, das, was ihr hier entwickelt habt, ist schön und gut, aber es passt einfach nicht in unseren Kita-Alltag. Das waren die Punkte, die ich darstellen wollte. Herzlichen Dank. Auch hier besteht die Möglichkeit, Verständnisfragen zu äußern mit einem Mikro. Darf ich Ihnen das durchreichen? Hallo. Wie wurde denn die Förderung des Denkens praktisch dann umgesetzt in dieser Studie? Also was waren da Ansätze? Also das, was ich jetzt hier zitiere, ist eine Meta-Analyse, die eben die ganzen Studien zusammenfasst. Und in dem Fall ist es das Denktraining zum induktiven Denken, heißt das, von Klauer. Und hier gibt es eigentlich ein sehr standardisiertes Vorgehen, mit dem man sich mit dem Kind zusammensetzt und hier versuchen soll, aus eben Ableitungen zu treffen, aus ungeordneten Darstellungen Ableitungen zu finden dort. So genau kann ich Ihnen, wie das genau vorgegangen ist, nicht sagen. Ich wollte nur darstellen, dass es hier ein Beispiel für ein gelungenes Förderprogramm eben darstellt, was eben auch Transfereffekte zeigen kann, was bei den meisten Förderprogrammen nicht der Fall ist, leider. Okay, danke. Hier ist noch eine letzte Verständnisfrage. Ich bin Logopädin und Sie sprachen von Diagnostik in der Kita. Wer soll das machen? Gute Frage, die ich Ihnen so direkt natürlich nicht beantworten kann. Diese Verantwortung den pädagogischen Fachkräften zu geben, würde ich auch sagen, nein, das nicht. In dem Projekt, in dem ich beteiligt war, in dem Projekt Schulreifes Kind, fand ein Screening statt, in dem man Sprachauffälligkeiten festgestellt hat. Ein Screening, würde ich schon sagen, kann man in die Verantwortung von pädagogischen Fachkräften gehen. Wenn sich dort Auffälligkeiten gezeigt haben, dann würde ich auf jeden Fall, darüber kann ich natürlich auch diskutieren, Ihrer Mimik nach, ob man das machen kann oder nicht, hängt von sehr, sehr vielen Faktoren eben ab, unter anderem auch der Qualifikation des Personals. Wenn denn tatsächlich sich in dem Screening gezeigt hat, dass also das Hinweise darauf gibt, dass hier Auffälligkeiten vorliegen, dann würde ich es doch sehr stark dafür plädieren, das in therapeutische Hände zu geben.